Es ist Sommer und ich genieße das hier. Heute haben wir einen ganz schönen Tag wieder. Haben wir August, Mitte August, und jetzt der Biotop ist so schön, weil ich jetzt Seerosen drin habe. Ich liebe Seerosen hier, oder? Nicht irgendwie in kleinen Seen, wo ich fische. Es war da hocken die Fische. Viele Hechte lieben da eben Seegrasen, Seerosen. Aber zu fischen mit meinem Köder, da steckt man voll fest. Es ist nicht wie Seegras, da wo man einfach so durchgleiten kann, sondern da hockt man sofort fest. Ich habe viele Köder so verloren. Aber jetzt hier genieße ich das mit schönen Blümchen. Und die Fische haben das so schön, jetzt haben sie so schön entwickelt. Ich habe nachdem, dass der Fischereier 10 Kois in dieser Größe geholt hat, etwa, ich weiß nicht wie viel wert, 20.000 oder so, nein, 10.000. Ein einziges Loch. Habe ich einfach viele kleine gekauft, habe ich gedacht, da muss ich. Habe ich nicht so Kummer. Ich mag einfach kein Kummer an. Habe ich viele kleine gekauft und die sind jetzt sehr gewachsen. Und die sind so schön. Hi! Så jetzt. Nu har jag varit och fiskat. Jag begärde. Gå och fiska. Ingenting är som det ska, likadant från dag till dag. Allting följer samma mönster, ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Jag går och fiskar, och tar en tyst minut och går ut, ut och fiskar. Zeit. Aber es regnet voll. Das weiß ich nicht. Schnell durchlaufen mit dem Regenschirm wahrscheinlich. Etwas trinken. Nicht Alkohol. Und morgen fischen gehen. Etwas feines essen. Kilbe hat immer so feine Sachen zum Essen. Ich kenne von Schweden nicht so viele Kilbe. Es ist wirklich schön. Es macht Spaß. Okay. Tschüss. Schönen Abend. So, jetzt habe ich eine Hecht gerade auseinandergenommen. Ich habe sie in der Fritteuse für 7 Minuten gehabt auf höchster Stufe. Und jetzt sieht es so aus. Also wer das sagt, dass das nicht fein ist, der hat etwas falsch gemacht. Tschüss! Viele verschiedene. Auch ein paar Koi, nicht so viele. Die Koi, die ich gekauft habe, Koi ist teuer. Die haben sich sehr schön entwickelt, da ist der Polkoi. Der ist sehr hübsch. Und da ist auch noch ein anderer Koi im Wiese. Aber auch die anderen, die sind so schön und nicht teuer. Also ich freue mich immer über die Fische. Ich bin ja eine Fischerin, aber ich liebe Fische einfach. Ich esse eben gern Fisch. Sehr gesund, mega drüben. Aber hier genieße ich einfach diesen Zulagen und sehen, wie sie da sich wohlfühlen bei mir. Ich schaue auch schön in den Biotop. Ich versuche viel selber zu machen, weil es teuer ist mit Gärtner und so. Und lerne immer mehr dazu, damit ich selber machen kann. Ich bin eine Bauerntochter und das ist einfach meine Art.
Ja, und auch Kosten sparen. Das ist alles sehr teuer. Das Leben ist teuer. Und das Geld reinkommen, muss man hart arbeiten. Aber ich habe nie so gedacht. Ich arbeite sehr, sehr gern. Deshalb habe ich immer Geld gehabt. Immer viel gearbeitet. Ich habe immer viel Geld gehabt. Ich liebe eben Arbeiten. Das ist, ich bin so froh über meine Gene. Mein Sein, weil Arbeit macht immer noch gesund und fühlt sich immer wohl und immer beschäftigt und immer Freude. Ich habe immer Geld, kann immer kaufen, was ich will und ja, fleißig und bleibt man gesund und eben, ich habe jetzt viel erreicht, bin sehr happy. Bin dankbar für jeden Tag, was ich so gesund sein kann und alles pflegen und schätzen, was ich gekauft habe und wirklich auch selber erarbeitet habe. Ja, also tschüss! Ein Hecht. Geht's dir nach? Ein Hecht. Hab ich gleich. Freue mich. Seriöse. Tschüss. Jetzt müssen wir mal schauen, was sie so fressen haben. Immer wenn ich sie rausnehme, das geht ganz schnell, ein Schnitt, schaue ich immer an, was sie gegessen haben. Und Hecht hat oft einen verdauten Fisch drin. Oder halb verdaut. Aber der war jetzt hungrig, der hat einen halb verdauten Egli. Aber und recht ein grosser, weil Hecht ist jetzt nicht so ein ganz grosser. Ich tue sie nachher messen und also die nehmen recht grosse Fische. Und mein Angel ist auch jetzt, sieht genau so aus, deshalb haben die das gern, diesen Köder. Was messe ich da? Ja, ein bisschen über 40. Also der Junge, sicher so zweijährig. Der 50, glaube ich, ist dreijährig. Muss man einmal nachlesen. Schön, freue mich. Und der Verallende schmecken sehr, sehr fein. Man muss nur richtig machen und nicht immer negativ denken. Tschüss, feines, weißes Fleisch. So, ja, jetzt bald. Ja. So, jetzt ist der Schirm weg. Von lauter Fische. Aber jetzt holen wir es fast ein. Sehr fein. Ich bin weggeflogen. Ich kann nicht schneller. Ich kann das ist anders. Wenn man lese Philosophie, lieber man ein ganzes Buch. Tror man det var annorlunda 16, 1700. Icke så mitt hjärta svider, samma sak i alla tider. Jag går och fiskar och tar en tyst minut och är ut och fiskar en chans att andas ut, andas ut. Trevlig sommar! Den smakar jättegott. Ganz nöchter bei mir.
Vielleicht hat sie verletzt mit dem Fuß oder so. Ah, das sieht man nicht. Also gar nicht weiter. Så jag glömde min fisk, jag måste hämta den. Vi är ute morgon dag i laufen och plötsligt grannar med mig. Och det är fischerejer. Vad känner för lätt? Ganska en hypsjöp inte på bägge laufen. Jag minns en foto från dig, Mache. So heiß ist es jetzt. Das ist von Belgien. Und das ist von Prag. Da haben wir ein schönes Tattoo und ganz lustige, geile Hose. Mit ganz viel so Perlenzeug. Hi! Es ist Sommer. Es ist. Was haben wir jetzt? Mitte August. Fast Ende August. Und heute ist ganz warm. 30 Grad, über 30 Grad. Fisch gefischt den ganzen Tag ohne Fisch zu fangen. Keine Forellen hat nicht. Ein bisschen. Sogar mit dem Boot, einem Ruderboot. Aber schön, aber schön. So, jetzt genieße ich den Abend. Trinke ein Bier und hab ein bisschen Spaß noch. Tschüss! So, jetzt bald.